Oskar, liebe Familie Burkhardt, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Thomas, liebe Frau Schnieders-Förtsch, sehr geehrter Herr Professor Rinsche, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mit Menschen über Politiker spreche, dann kommt mir meist ganz, ganz viel Zurückhaltung, um das mal vornehm auszudrücken, entgegen. Und viele sagen, Politiker, das sind die, die abgehoben sind, das sind diejenigen, die eigentlich gar nicht wissen, wie die Menschen denken. Das sind diejenigen, die zuerst einmal an sich denken, bevor sie ans Allgemeinwohl denken. Und viele weitere Vorwürfe kommen dazu. Wenn Sie dann aber jemanden wie Oskar Bürger treffen, dann sagen Sie meist einschränkend hinzu, ja, ja, die meisten Politiker sind so, aber Sie nehme ich dann natürlich aus. Und das hängt ein ganz kleines Stück damit zusammen, dass Oskar Burkhardt eben nicht in das Bild eines ganz normalen Politikers passt, sondern dass eben schon ganz besondere Charaktereigenschaften auszeichnen. Da ist zuerst einmal seine, unabhängig jetzt, ob es Trent-Steinfurt oder Hessen ist, westfälische Herkunft. Und Westfalen sind schon etwas Besonderes in der Politik, denn sie stehen gemeinhin für Zuverlässigkeit, sie stehen für Berechenbarkeit, sie stehen für Verlässlichkeit. Und in der Tat, in den vielen Jahren, in denen ich jetzt schon mit Oskar Burkhardt zusammenarbeiten durfte und konnte, lieber Oskar, war auch eines immer Verlass, nämlich auf deine Verlässlichkeit. Das gilt im Übrigen nicht nur für die Schönwetterzeiten. Denn in den Schönwetterzeiten ist es einfach, verlässlich und zuverlässig zu sein. Das gilt vor allem für die Zeiten, wo uns der Wind mächtig ins Gesicht blies, wo es auch diffizile Angelegenheiten zu regeln gab. Und ich glaube, dass gerade diese Verlässlichkeit, die dich auszeichnet, diese Berechenbarkeit, die dich auszeichnet und die dich auch in den Augen vieler Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in der CDU, sondern deutlich auch darüber hinaus, so geschätzt werden lässt. Und dann kommt ein zweites hinzu. Und das hat auch ein ganz klein wenig mit der Herkunft zu tun. Es gibt viele, die, wenn sie dann wichtige Ämter und Mandate erreichen, in ein Parlament gewählt werden, die Bodenhaftung verlieren. Aber für dich galt und gilt bis zum heutigen Tage immer der alte Ruhrgebietsspruch: Wichtig ist auf dem Platz. Und auf dem Platz, das ist da, wo man herkommt, das ist da, wo man zu Hause ist, das ist in der Nachbarschaft, das ist im Freundeskreis, das ist in der Kirchengemeinde, das ist im Verein. Und diese Bodenverbundenheit, diese Bodenhaftung, die, glaube ich, macht einen guten Politiker aus, die macht jemanden aus, der nicht mit dem Strom der Zeit marschiert, sondern der ganz im Gegenteil auch seinen Prinzipien immer treu und verbunden bleibt. Und diese Prinzipientreue, diese Verbundenheit, ist sicherlich eine weitere Charaktereigenschaft, die dich auszeichnet. Man muss nicht seine Meinung ändern, nur weil man plötzlich Regierungspartei ist. Man muss nicht plötzlich völlig anders werden, nur weil man vielleicht mitgestalten darf, egal ob auf kommunaler Ebene oder auf Landesebene. Sondern man muss auch in den Zeiten, wo dann die Sonne wieder scheint, sich daran entsinnen, wie es war, als es schwierig war und als man mächtig kämpfen musste. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Politikerinnen und Politiker vom Schlager Oskar Burkhardt gibt, denn dann würden die Erfolge sich ähnlich einstellen, auch in anderen Teilen unseres Landes, wie sie hier in Hamm seit vielen, vielen Jahren zu verzeichnen sind. Und das hat ja auch ein ganz klein wenig was mit Kontinuität zu tun, mit Stetigkeit in der Arbeit. Wenn man beispielsweise über 20 Jahre einen Kreisverband der CDU führt, damit dürftest du zu den dienstältesten Kreisvorsitzenden der CDU in Nordrhein-Westfalen zählen. Viele glauben ja, das sei eine Durchgangsstation. Und wenn dann erst einmal eine gewisse Position erreicht ist, wenn dann ein Mandat dazukommt, dann kann man solche Ämter wieder abgeben. Das ist dir völlig fremd, sondern die Verlässlichkeit geht so weit, dass du auch dann weiterhin dein Mann stehst. Oder wenn man beispielsweise über 20 Jahre im Rat einer Stadt tätig ist, hat auch das was mit Verlässlichkeit und mit Kontinuität zu tun. Und das ist das, was die Menschen auch akzeptieren, was die Menschen eigentlich einfordern, dass jemand nicht mal kurz vorbeischaut, irgendwo die große Welle macht und dann genauso auf dieser Welle auch wieder abtaucht und von ihm nichts mehr zu sehen ist. Oskar Burkhardt ist jemand, der für die Menschen immer greifbar ist, auch in den unterschiedlichsten politischen Funktionen. Und wenn ich das mal zusammenrechne, Oskar, über 35 Jahre in kommunalen Mandaten, in Bezirksvertretung und im Stadtrat, das ist verdammt eine stolze Leistung.
Und da hat man gute und da hat man schlechte Zeiten erlebt. Und da werden auch noch gute und da werden wahrscheinlich auch noch schwierige Zeiten in den nächsten Jahren auf dich zukommen. Denn eines wünschen wir uns, glaube ich, alle. Dass mit dem Eintritt in das neue Lebensjahrzehnt du jetzt nicht plötzlich auf den Gedanken kommst, dich nur noch um deine Frau und nur noch um deine Familie zu kümmern, sondern wir hoffen, durchaus auch etwas egoistisch, dass du weitermachst mit deinem Engagement, dass du weitermachst mit deinem Einsatz für unsere CDU, aber auch für deine Stadt und für deine Nachbarschaft. Ich wünsche dir nicht nur persönlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dass du weiterhin mit den Grundsätzen, die ich gerade vorgetragen habe, gestaltest in Hamm, gestaltest aber auch in Nordrhein-Westfalen. Gestaltest vor allem aber auch in unserer CDU, denn auch da gehörst du zu den Dienstältesten. Schon 2 Jahre nachdem unser Bezirksverband der CDU Ruhr gegründet wurde, bist du in den Bezirksvorstand gewählt worden und gehörst du bis zum heutigen Tage an, bist also auch da das dienstälteste Mitglied, ganz, ganz sicher. Und ich freue mich, dass wir diese Arbeit in den nächsten Jahren ganz intensiv fortsetzen dürfen. Das Jahrzehnt Eintritt. Weisheit brauche ich dir nicht zu wünschen. Die ist, glaube ich, mit dem. Der Oberbürgermeister hat uns auf die Stimme. Also, ich würde dir jetzt gerne einen Zeugen berufen, mach das hier an der Stelle aber mal nicht. Also, Weisheit braucht man jemanden, der so lange dabei ist, ganz, ganz sicher dich nicht zu wünschen. Weiterhin zuverlässig zu sein, muss man dir auch nicht wünschen. Denn das hast du in den letzten Jahrzehnten unter Beweis gestellt, dass du diese Zuverlässigkeit, egal in welchem Amt, immer unter Beweis stellst. Sachkunde, der Nachweis ist erbracht, nicht nur von der Ausbildung her, die übrigens auch eine gemischte ist. Erst was Bodenständiges, erst die Lehre als Betriebsschlosser, danach die Schleife über die Bundeswehr und danach das Studium. Also, das brauche ich dir sicherlich auch nicht zu wünschen. Was ich dir schlicht wünsche, ist, dass du so bleibst, wie du bist. Denn dann haben wir alle was davon, dann wissen wir, woran wir sind. Und ich finde, mit 60 Jahren muss man sich auch nicht mehr ändern, wenn man da sagen kann, das ist bisher so gut gelaufen. Und die, die mit mir zusammenarbeiten, die, mit denen ich zusammenlebe, die, die meine Freunde sind, sagen mir, das kann so bleiben, wie es ist, dann sollte man es auch tun. Also in diesem Sinne noch viele, viele Jahre in der Politik für Hamm, für die CDU, für das Land Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich drauf und ich würde mich auch freuen, wenn du möglichst bald uns in Düsseldorf wieder verstärken würdest, denn das letzte Landtagswahlergebnis war für viele von uns kein Anlass zur Freude. Und hier in Hamm ganz besonders nicht, wenn man so knapp ein Mandat nicht gewinnt, wie das hier der Fall gewesen ist, ist das ärgerlich. Und darum hoffe ich, dass du spätestens bei der nächsten Runde wieder mit dabei bist. Das hätte dann im Übrigen auch, wenn du das Mandat wieder direkt holst, die Implikation, dass wir wieder Regierungspartei in Nordrhein-Westfalen wären. Um Politik zu gestalten, das macht nicht nur hier in Hamm große Freude, sondern das hast du ja selbst miterlebt und hast selbst daran mitgewirkt, hat auch 5 Jahre in Nordrhein-Westfalen große Freude bereitet. Also noch einmal, alles erdenklich Gute zum 60. und alles Gute für die weitere politische Laufbahn. Ich freue mich drauf, wenn unsere Wege weiterhin so parallel laufen, wie sie das in den letzten Jahren getan haben. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch, Oskar Burkhardt.